Der nächste Fall, meine Damen und Herren, wird vom Landeskriminalamt in Wiesbaden bearbeitet. Es geht um den Mord an Ilsa Soltani, einer jungen Frau, die im Rhein-Main-Gebiet dem ältesten Gewerbe der Welt nachgegangen ist. Wie viele ihrer Kolleginnen inserierte sie in Zeitungen und suchte auf diese Weise ihre Kunden. Für die Kripo sah das Verbrechen an Ilsa Soltani zunächst aus wie manch anderer ähnlich gelagerter Fall aus dem Milieu. Bald zeigten sich jedoch eine ganze Reihe ungewöhnlicher Aspekte. Zum einen hat der Täter versucht, die Polizei auf eine falsche Fährte zu locken. Andererseits hat aber auch das Opfer kurz vor seinem Tod recht ungewöhnliche Pläne geschmiedet. Also auch der Blutdruck ist in Ordnung, Frau Soltani. Was den Sonnenbrand angeht, da werde ich Ihnen eine Salbe aufschreiben. Danke, Frau Doktor. Ist noch was, Frau Soltani? Ich wollte mal fragen, wie ist denn das mit Kindern bei mir? Wieso, glauben Sie, dass Sie schwanger sind? Nein, nein, das nicht. Aber könnte ich dennoch, wenn ich wollte? Ja, warum denn nicht? Sie sind jetzt 39. Man kann zwar nicht genau sagen, ob es noch klappt, aber Risiko sehe ich keins. Sie hatten ja schon mal ein Kind. Ich meine, es ist wegen dem Beruf, dem jetzigen. Sicher, das verträgt sich natürlich nicht so recht miteinander. Ich will ja auch aufhören. Geld habe ich genug beieinander. Ja, und einen Mann? Ich meine, einen, dem Sie rein Wein einschenken und auf den Sie sich verlassen können? Den habe ich auch. Aber... Was aber? Er ist noch verheiratet. Tja, Frau Soltani, da sollten Sie selbst wissen, was Sie da machen wollen. Wie gesagt, aus medizinischer Sicht gibt es sicher keine Probleme. Ja. Als Ilsa Soltani, ihre Hausärztin, im Januar 1980 mit der ungewöhnlichen Frage nach einem Kind konfrontiert, geht sie bereits mehrere Jahre der Prostitution nach. Dabei ist ihr Lebensweg dafür keineswegs typisch. Bürgerliches Elternhaus, 6 Geschwister, mittlere Reife, abgeschlossene Lehre als Bürogehilfin, dann allerdings eine gescheiterte Ehe mit einem jungen Perser. Nach dem Tod ihres Kindes häufen sich zunächst Männerbekanntschaften, bis sie dann schließlich beginnt, damit ihr Geld zu verdienen. Offensichtlich will sie aber nun ihr Leben noch einmal ändern. Diese Absicht wird nicht nur aus dem Gespräch mit der Ärztin deutlich, sondern wenige Tage später auch bei ihrer Sparkasse in Dietzenbach. Dort leitet sie eine ungewöhnliche finanzielle Transaktion ein. Sie löst ein Wertpapierdepot auf, das sie bei einer Düsseldorfer Bank unterhält, und transferiert das Geld an ihren Wohnort bei Offenbach. Da sie früher selbst einige Zeit bei einer Bank gearbeitet hat, weiß sie sehr wohl, dass sie damit im Grunde genommen ein schlechtes Geschäft macht. Also ich weiß nicht, Frau Soltani, wir machen das Geschäft natürlich gerne, aber wir wollen andererseits auch zufriedene Kunden haben. Brauchen Sie denn jetzt das Geld? Brauchen nicht, aber ich möchte es abrufbereit haben. Die 132.000 sind jetzt mit 10% angelegt. Als kurzfristiges Geld bekommen Sie dafür zurzeit höchstens 8%. Das sind im Jahr rund 2.600 Mark weniger. So ungefähr habe ich das auch ausgerechnet. Aber es geht nicht anders. Sie haben ja bei uns noch einige kleinere Depots. Hier auf dem einen sind 6.000 und auf dem anderen 2.000. Wenn Sie die in kurzfristige Gelder umwandeln würden, wäre es vielleicht günstiger. Dann wäre der Verlust kleiner. Ich meine, ich spreche nur zu Ihrem Vorteil. Ja, ja, ich verstehe. Aber wenn ich das Geld haben muss, dann benötige ich den größeren Betrag. Ich weiß es eben nicht so genau. Selbstverständlich, Frau Soltani. Dann machen wir es natürlich so, wie Sie es wünschen. Das wären dann die 132.000 befristet bis zum 31. Juli 1980. Richtig? Ganz recht. Die Polizei hat später für die ungewöhnliche und auch unvorteilhafte Aktion nur eine plausible Erklärung. Ilsa Soltani wollte einem Mann, der ursprünglich als Kunde zu ihr gekommen ist, mit Hilfe dieser Mitgift eine Ehe schmackhaft machen. Da sie ihrer Sache aber offenbar noch nicht sicher war, hat sie gleichzeitig auch ihr bisheriges Leben fortgeführt. So. Die ist jetzt in Ordnung, junge Frau. Da kommt keiner mehr rein, wenn Sie nicht wollen. Toll, wie schnell Sie das hingekriegt haben. Ja, gelernt ist gelernt. Wie ist denn das? Das geht wohl auf Rechnung, oder? Ja.
Ich überweise das Geld dann gleich, wenn ich die Rechnung habe. Also dann, auf Wiedersehen, junge Frau. Wiederschauen. 8 Wochen später hat sich an Ilsa Soltanis Alltag noch nicht viel geändert. Mitte April 1980 lässt sie sich an der Tür zu ihrer Eigentumswohnung in Dietzenbach eine Sicherheitskette anbringen, weil einer ihrer Kunden einen Wohnungsschlüssel mitgenommen hat. Nach wie vor ist sie auch darum bemüht, neue Kunden zu werben. Dazu gehört auch, dass sie freizügige Fotos von sich verschickt. Die Adressen entnimmt sie zum Teil den Heiratsanzeigen in den Zeitungen. Zu dieser Zeit häufen sich aber in der Umgebung der Frau auch Beobachtungen, die nicht zu ihren bisherigen Lebensgewohnheiten passen. So fällt zum Beispiel einigen Hausbewohnern auf, dass Frau Soltanis weißer Peugeot nachts nicht auf seinem gewohnten Parkplatz steht und tagsüber auch gelegentlich von einem unbekannten Mann gefahren wird. Und guck mal, da fährt schon wieder der Grauhaarige mit dem Wagen von der Person. Na und? Lass ihn doch. Aber die hat doch früher nie jemand allein mit ihrem Wagen fahren lassen. Wenn schon, dann hat sie sich jetzt halt anders überlegt. Also ich möchte gerne wissen, was dahinter steckt. Komm, steig ein. Wir haben's eilig. Ilsa Soltani gibt ihre Absicht, mithilfe einer neuen Ehe den Ausstieg aus ihrem derzeitigen Gewerbe zu finden, nicht auf. Noch am Tag vor ihrem Tod wird dies in einem Gespräch deutlich, das sie mit einer Freundin in einem Restaurant in Bad Homburg führt. Zu blöd, dass die Frau vom Heinrich so stur ist. Wenn die sich nicht so anstellen würde, hätte der sich wahrscheinlich längst scheiden lassen. Also wenn du mich fragst, Ilsa, es kann doch heute niemand mehr einen Mann halten, wenn er sich nicht halten lassen will. Mir scheint, dass der Herr sich nicht entscheiden kann oder will. Was heißt da entscheiden? Die macht ihm halt die Hölle heiß wegen der Kinder und so. Einmal stand die doch sage und schreibe mit ihren beiden Jungs vor meiner Haustür und hat mir eine Mordszene gemacht. Und wie ist das mit den anderen, die du da noch in Aussicht hast? Ach, eine Macke haben die alle. Der eine hat keine Arbeit, dem müsste ich erst ins Geschäft kommen. Und der andere meint, ich soll jetzt seine Schulden zahlen, die er zum Standesamt geht. Ach Mensch, die kannst du dir doch alles schenken. Für den Heinrich, für den würde ich gern alles geben. Auch die Scheidung zahlen, wenn es drauf ankommt. Dir ist doch nicht zu helfen. In deiner Haut möchte ich nicht stecken. Sag, wollen wir noch irgendwo was essen gehen? Mhm. Keine schlechte Idee. Zahlen bitte. Am nächsten Tag, am Montag, dem 5. Mai 1980, bereitet sich Ilsa Soltani am späteren Vormittag ihr Mittagessen. Sie will sich zu gekochtem Rindfleisch vermutlich Röstkartoffeln machen. Dies jedenfalls schließt die Polizei aus den vorgefundenen Spuren in der Küche. Mit einem Besucher hat sie um diese Zeit offensichtlich nicht gerechnet. Aus Gewohnheit wechselt sie aber einen Teil der Bekleidung, als sich jemand an der Wohnungstür meldet. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat Ilsa Soltani die Person gekannt. Sonst hätte sie sie vermutlich nicht in die Wohnung gelassen. Wie lange sich der Besuch in der Wohnung aufgehalten hat, kann später nicht festgestellt werden. Sicher ist, dass er eine Zigarette der Marke Marlboro rauchte und dass er dann in einem für ihn günstigen Augenblick mit einem Kerzenständer auf die Frau eingeschlagen hat. Ilsa Soltani muss sofort tot gewesen sein. Danach hat der Täter vermutlich versucht, einen Raubmord vorzutäuschen. Leicht transportable Wertgegenstände und teuren Schmuck lässt er unberührt. Stattdessen nimmt er die Schlüssel mit und schleppt eine schwere Stereoanlage älterer Bauart aus der Wohnung. Offensichtlich rechnet er damit, dass das Fehlen der Geräte sofort ins Auge springt. Die Polizei kommt später zu dem Schluss, dass sowohl Raub als auch ein sexuelles Motiv für das Verbrechen ausscheiden. Sie glaubt vielmehr, dass der Mörder ein persönliches Motiv hatte. Als einzige Spur findet sie einen braunen, perlmuttschillernden Knopf, den er verloren hat.
Der Mordfall Soltani wird im Landeskriminalamt Wiesbaden von einer Sonderkommission bearbeitet. Die Beamten gehen zwar davon aus, dass der Mörder mit dem Diebstahl der Stereoanlage von seinem wahren Motiv ablenken wollte. Dennoch ist für Hauptkommissar Chamaitat gerade diese Stereoanlage der wichtigste Ansatzpunkt für die weitere Fahndung.